Was ist Stadtmobil Carsharing? Carsharing mit Stadtmobil ist flexibel, günstig, umweltschonend. Bei Stadtmobil Karlsruhe verfügen Sie über eine Fahrzeugflotte von über 500 Fahrzeugen an gut 150 Stationen. Vom wendigen Mini über das flotte Cabriolet, den geräumigen Kombi bis zum Kleintransporter. Ganz nach Bedarf, rund um die Uhr. Wenn Sie einmal Kunde sind, können Sie auch in anderen Städten deutschlandweit Carsharing quer nutzen. Wir kümmern uns um alles, was rund ums Auto anfällt, wie Inspektion, Reifenwechsel, TÜV und Stellplatzsuche. Die meisten Fahrzeuge haben einen Kindersitz oder zumindest eine Sitzerhöhung. Kraftstoffpreise und enormer Wertverlust eines Autos brauchen Sie bei Stadtmobil nicht mehr zu interessieren. Die sind in den günstigen Tarifen bereits enthalten. Ebenso die Kosten für Wartung, Reparaturen, Steuern und Versicherung, die auch anfallen, wenn Ihr Auto in der Garage steht. Sie kommen einmalig zum Vertragsabschluss mit Ihrem Führerschein und Personalausweis ins Stadtmobilbüro. Dort bezahlen Sie das Starterpaket, das eine Kaution und die Aufnahmegebühr enthält. Danach fallen lediglich ein geringer monatlicher Teilnahmebeitrag und die tatsächlichen Nutzungskosten an. Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus Zeittarif und Kilometertarif und einer Buchungsgrundgebühr. Sämtliche Nebenkosten inklusive Benzin sind bereits darin enthalten. Eine detaillierte Abrechnung erhalten Stadtmobilteilnehmer in der Regel einmal monatlich. Mit dem Tarifrechner auf unserer Homepage können Sie die Kosten für einzelne Fahrten ganz einfach ausrechnen. Alle Fahrzeuge sind versichert. Ihre Selbstbeteiligung im Schadensfall können Sie durch den Abschluss eines Sicherheitspakets für einen geringen jährlichen Betrag reduzieren. Mit Stadtmobil schonen Sie die Umwelt. Die Stadtmobilflotte ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Sie verbraucht deutlich weniger Kraftstoff und stößt weit geringere Mengen an Schadstoffen aus als der bundesdeutsche Durchschnitt. Ein Stadtmobil ersetzt 7 bis 9 private Autos. Das bedeutet mehr Platz für Grünanlagen und Spielplätze, bessere Luft zum Atmen und weniger Lärm für alle. Und Autos, die nicht gebaut werden, benötigen weder Rohstoffe noch Energie. Auch Firmen profitieren von dem breiten Angebot. Mit repräsentativen Modellen bietet Stadtmobil eine ideale Ergänzung zum eigenen Fuhrpark. Für detaillierte Informationen schauen Sie sich bitte auf karlsruhe.stadtmobil.de um oder rufen Sie im Stadtmobilbüro an. Buchen. Das Buchen ist rund um die Uhr telefonisch oder online möglich. Das Fahrzeug ist immer an die Station zurückzustellen, wo es abgeholt wurde. Unter mein.stadtmobil.de melden Sie sich mit Ihrer Teilnehmernummer und Ihrem Internetkennwort an und buchen selbstständig Ihr Wunschfahrzeug. Hier haben Sie die Möglichkeit, durch die Auswahl von Filtern und die Voreinstellung von Adressen Ihre Suche zu optimieren. Auch von unterwegs können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC unter mobil.stadtmobil.de buchen. Die Telefonnummer der Buchungszentrale finden Sie auf der Stadtmobil-Zugangskarte. Nennen Sie Ihre Teilnehmernummer, Name, Telefonkennwort und den Buchungszeitraum. Beginn und Ende sind jeweils zur vollen und halben Stunde möglich, abgerechnet werden immer ganze Stunden. Nennen Sie eine Station oder den Stadtteil, an dem Sie ein Fahrzeug wünschen und welches Fahrzeug oder welchen Fahrzeugtyp Sie möchten. Wenn Ihr Wunschfahrzeug bereits anderweitig gebucht ist, bekommen Sie mögliche Alternativen genannt. Für Langzeitbuchung, Beratung oder spezielle Auskünfte wie Zubehör rufen Sie während der Öffnungszeiten im Karlsruher Stadtmobilbüro an. Stornierungen sind bis 24 Stunden vor Fahrtbeginn kostenfrei. Kurzfristige Stornierungen werden mit der Hälfte des Zeittarifs zuzüglich Stornogebühr berechnet. Sie können Ihre Buchung verlängern, sofern keine Anschlussbuchung vorliegt. Rechnen Sie bei der Buchung am besten einen Zeitpuffer ein, sodass unvorhergesehene Ereignisse nicht zu Verspätungen führen. Wenn es absehbar ist, dass Sie das Fahrzeug erst verspätet zurückstellen können, informieren Sie bitte umgehend die Buchungszentrale oder das Stadtmobilbüro. Bei verspäteter Rückgabe fallen zusätzliche Verspätungsgebühren an. Fahren. Beim Fahren mit einem Carsharing-Auto sind einige Besonderheiten zu beachten. Es gibt 2 unterschiedliche Zugangssysteme, um an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen. An einigen Stationen ist der Schlüssel in einem Tresor, an den anderen Stationen befindet sich der Schlüssel im Fahrzeug. Vor Fahrtbeginn ist zu prüfen, ob sichtbare Schäden oder Mängel vorhanden sind.
Vergleichen Sie einen eventuell festgestellten Schaden oder Mangel mit den Eintragungen im Wagenbuch, welches im Handschuhfach liegt. Und falls der Schaden unter der Rubrik Mängel Schäden noch nicht eingetragen wurde, tragen Sie ihn ins Wagenbuch ein und melden Sie ihn möglichst vor Fahrtantritt telefonisch bei Stadtmobil. Die Telefonnummern des Stadtmobilbüros und der Buchungszentrale finden Sie auf Ihrer Zugangskarte und im Wagenbuch. Sollten Sie eine Panne oder einen Unfall haben, informieren Sie bitte möglichst bald Stadtmobil. Nach notwendiger Unfallortsicherung und Erste-Hilfe-Maßnahmen ist ein Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Bei weiteren Schritten werden Sie im Stadtmobilbüro bzw. bei der Bereitschaft Unterstützung finden. Beachten Sie auch die Rubrik Unfall- und Pannenhilfe im Wagenbuch. Wenn Sie tanken müssen, finden Sie in jedem Auto eine Tankkarte, mit der Sie bei allen Aral, BP, AGIP und OMV-Tankstellen kostenfrei tanken können. Die zugehörige Geheimzahl ist auf dem Anhänger am Fahrzeugschlüssel. Wenn Sie nicht mit der Tankkarte bezahlen können, legen Sie den Betrag aus. Die Erstattung erfolgt mit der nächsten Abrechnung. Jeder Tankvorgang muss im Wagenbuch unter der Rubrik Tanken waschen eingetragen werden. Die Originalquittung legen Sie in die dafür vorgesehene Hülle. Bei Fahrtende muss der Tank mindestens ein Viertel voll sein. Sollte eine Wagenwäsche notwendig sein, werden die Kosten ebenfalls von Stadtmobil übernommen. Reinigen Sie das Fahrzeug auf jeden Fall bei selbstverursachten Verschmutzungen und nach Fahrten von mehr als 5 Tagen Dauer. Wenn Tiere mitgefahren sind, denken Sie auch an Allergiker und entfernen im Anschluss auf jeden Fall alle Tierhaare. Wenn Sie mehr als 1000 Kilometer fahren, sollten Sie unterwegs die Betriebsflüssigkeiten und den Reifendruck überprüfen. In allen Fahrzeugen gilt striktes Rauchverbot. Bei Fahrtende ist im Wagenbuch eine Zeile auszufüllen mit Teilnehmernummer, Name, Fahrdaten und Unterschrift. Denken Sie daran, dass Sie Licht, Radio und so weiter ausschalten, alle Fenster schließen und Ihre persönlichen Dinge mitnehmen.